Hier treffen Nachwuchs- und Spitzensportler in einem einzigartigen Wettkampf aufeinander. Die Bundesstützpunkte für Olympisches und für Paraschwimmen organisieren mit der Unterstützung des Berliner Schwimmverbandes einen inklusiven Wettkampf, bei dem Sportler mit und ohne Handicap erstmalig nicht nur nebeneinander, sondern auch gegeneinander an den Start gehen. Wir haben das erste Mal jetzt hier in Berlin einen Wettkampf gehabt, wo wir nicht nur zusammen einen Wettkampf geschwommen sind, Sportler mit und ohne Handicap, sondern wo wir das erste Mal auch eine gemeinsame Wertung gemacht haben. Das heißt, dass jeder Sportler einen Punktwert für seine Leistung bekommen hat, entsprechend ob er eine Beeinträchtigung hat oder auch nicht, und dann alle gemeinsam nur nach diesen Punkten gewertet wurden. Wie für viele Sportler ist es auch für Lars Zurawski der erste Wettkampf des Jahres. Die Wertung nach Punkten und der neue Vergleich der sportlichen Leistungen wird von allen sehr positiv aufgenommen. Das finde ich gut, weil sonst war das immer nur nach Zeiten, und da war es ja klar, dass die Paraschwimmer nicht so weit vorne mit dabei sind. Und jetzt ist es halt relativ ausgeglichen. Die Sportler treten in 5 Disziplinen und 4 Altersklassen gegeneinander an und motivieren sich dabei gegenseitig zu Höchstleistungen. Also es ist eine mega coole Stimmung, dadurch, dass jeder aus jeder Gruppe von 5. Klasse bis zur 13. Klasse und halt eben auch im Erwachsenenbereich jeder da ist und jeder halt so seine Trainingsgruppe pusht, und es macht einfach mega Spaß, hier zu schwimmen. Lisa Marie Finger ist eine der deutschen Nachwuchssportlerinnen und hat durch die Teilnahme an nationalen und internationalen Wettkämpfen bereits viel Erfahrungen sammeln können. Auch die 15-jährige Charlotte Kast ist auf dem besten Weg nach ganz oben. Sie hat im vergangenen Jahr einen Europarekord über 800 Meter Freistil aufgestellt. Und auch ihre heutigen Leistungen versprechen Erfolge für die diesjährige Europameisterschaft. Mit 100 Rücken bin ich sehr zufrieden, da habe ich mich auch stark verbessert. Und mit 400 Kraul war in Ordnung, geht auf jeden Fall noch besser, aber ist schon mal ein guter Start gewesen. Dieser Ehrgeiz zahlt sich aus, denn am Ende des Tages stehen Paranachwuchssportler mit Spitzenschwimmern wie dem EM-Teilnehmer und deutschen Meister von 2018 Ramon Klenz nebeneinander auf dem Podest. Das ist halt ja ein Wettkampf vom Stützpunkt aus. Das heißt, alle, die hier so in Berlin trainieren, haben dann mal einen Wettkampf zusammen, was immer ja sehr gut ist, so mit den Kleineren auch. Das ist, ja, man dann halt einen größeren Wettkampf zusammen hat als Stützpunkt, und die machen immer besonders viel Spaß. Viele Teilnehmer kennen sich aus dem gemeinsamen Training und erschaffen eine einzigartige Stimmung in der Schwimmhalle. Der Wettkampf setzt damit ein klares Zeichen und treibt mit der einzigartigen Mischung aus Nachwuchs und Spitzensportler die Inklusion im Sport weiter voran.